Hast du hier hinten so sicher rum mit reingefahren? Ja, da ist es gerade. Ah, der war noch dran? Nee. Julian, das hast du heute besser gemacht, das Anmachen. Ja. Das letzte Mal, gestern, ne, wenn der so kalt ist, ne, diese mögen nicht sofort, die müssen langsam hochkommen. Ja, langsam. Aber dafür, die mögen dafür keine Kurzstrecke, die mögen richtig dann gefordert werden, weißt du? Aber nie direkt dran, ne, auch beim Aggregat, das soll man mit Maschinen mitmachen. So. Viel Spaß, ja, ich wünsche dir gute Fahrt. Du bist wahrscheinlich ja viel früher da bei mir. Denke ich nicht. Wieso denn? Ich bin going. Hä? Auf der Straße ist even going. Ja, findest du? Muss ich jetzt da auf die Straße da vorne oder was? Erst den steilen Hang da runter. Ja. Dann auf der Straße einfach rechts hoch. Bumm. Und ja. Beim Gasmann vorbei. Und die Mama weiß nicht. Ach, den steilen Hang runter, ja. Da, wo wir eigentlich nur kreuzen, rechts rum ist. Okay, alles klar. Hast du ein Telefon, falls was ist? Okay, viel Spaß. Wo ist der andere Handschuh? Wo ist jetzt der andere Handschuh? Nein. Ach Gott. Oh. Oh nee. Da wäre meine Socke gewesen. Gestern. Das ist zum Kotzen, ey. Ist zum Kotzen. Ganz glauben, ey. Ist zum Kotzen. Ja, ich gehe jetzt zum Abkotzen ist das hier, ey. Jetzt hab ich schon wieder die Handschuhe nicht, ey. Da könnte ich eine Frecke kriegen, ey. Das war gar nicht dahin gehört. So, jetzt stehen wir da schon wieder wie der letzte Vollhannes, so, ey. Ehrlich, da könnt ich Frecke kriegen, ey. Nee, wirklich. Gut, es gibt keine Handschuhe, alles klar, danke. Bombe. Fehlt mal schon wieder ein Handschuh, ein Fahrradhandschuh. Ja, das. Schon klar.
stop recording. Schöne. Beim Telefon hat England hat eben ausgeschaltet, weil der Telefon runtergefallen hat. Musste man nochmal sauber machen. Ich glaube, da bin ich was drüber gewischt. Leute, habt ihr schon mal hier so eine Schrottpumpe gehabt? Ehrlich, ey, das sind die letzten Scheißpumpen. Echt, wenn du dann brauchst, da geht nichts. Ehrlich, kann man nicht empfehlen. Scheiße. Ich habe zu wenig Luft hier drin. Das habe ich schon mir hinten. Ich habe französische Ventile, habe ich mir das Ventil hinten schon verknickt. Da kannst du kotzen nur. Da kannst du echt kotzen. Echt, ey, nur Baller, warte. Ich raff das nicht, ey. Was doch nicht geht, du. So ist es so auf jeden Fall, das amtlich. Guck, und dann kriegt der da nicht genug. I got it. Was wolltest du gerade sagen, Mopsi? Was hast du gerade gesagt eben? Komm so rein. Das hat mich auch gewundert. Er spricht gutes Englisch, finde ich. Der Julian. Jetzt kommt hier gerade ein Mann da in dem schwarzen Auto. Der hat gerade gesehen, ich habe Probleme. Hat er mich gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Und total super freundlich, ey. So, gleich mal Story machen. Super. You know what to do? Warte, yeah, I know. You need to make it slack first, you know. Okay. Ist auch ein Problem nach den Ventilen, ja? Yeah? Maybe I'll help you. That's a shredded one, so. It's going. Okay, try now. Hey, check. Julia. I think we met each other no long ago on the bike, or no? It wasn't you, maybe. Where do you come from? You have to start. That's right. Yes. Yeah, it's been like a week ago. I remember, yeah. Up the hill, yeah, up there. Yeah, it's coming, Where do you come from? I'm from Luxembourg. Alright. Warte, Cinco, hier nach Pommes. More than enough. Ja, Pjensch. I think it's done. Pjensch ist doch schon. Ja, die Rastatt, wo ist Pjensch? I don't have a dog. This one? I don't have a dog. And you don't have a dog? No. Machst denn Judy Summer hot? Na, denn, na, zwei Dormut hatten, ja? Ja. Ich ruhe, Chonik. Uh-huh. It's yeah. Check I've got a yellow car. Yeah, I do. Yes, I remember. Just use the pliers, right? Because it's bent. So. I love you. Bardzo dziękuję. Okay, and I do it old school. Sorry about that. I put some. Make sure there's no leak. Brilliant. I'm ready to go. Okay. I've got a. Okay. Caution, no, I don't. Yes, caution, Basil.
Schon, ne? Okay, thank you. Where do you stay? Where do you live up here? Zwei domu jest tam na na Osewie. No? Left hand side. Ich kieruje ten pomarańcze czołnik, nie? Te widzę ten jednym raz, dwa razem. Tak. Nie? I mój kamp jest ten druga prosto. Tak. I na lewą stronę jest... There is this house from wood. Aha. Telefon. Show me on the telephone. Yeah, it will be maybe easier. Mama hat eins. Show me on the map, so... Because I bought a house about 2 months ago. And I don't know yet ever... Well, I was born up here, not very far from here actually, but... I give you a of course you want to. Google pin. Uh-huh. We have horses and so you can visit us. Kurzewo. Tam jest twoja domu, nie? Czekaj. Look, I've got it up here. That's my house. The blue one, right? No. The road's going up I there. I come from there. Yes. Yes. This... tam jest lasso, lasso, lasso. Ten druga. Ten druga TVM 10. Yeah, there is a nice house, yeah. Okay, we are here. Simple. We the far. Wait. Here. We are here. In this. And you've got no. It's not here. You've got a tent up there or a house? Tent. Yeah. Okay, I know where. We have got povos. Tam. I know where. Okay, I ride on a bike up there and I saw a tent. So the next land next to your tent is my uncle actually, so very very often. Okay guys. Aha. So you're I see you. I see you next time. Okay, take care. Thank you. You too. Thank you. God bless you. What is your name? Piotr. Okay. Daniel. Mi Piotr. Pozdrawiam na rodzina. Da drunter ist das richtige Wasser. Julian. Ist das günstiger oder ist das teurer? 4,99 ist sehr billig. Da steht was daneben. Hier Wasser dabei. Warum holt ihr da nur 4 Flaschen? Ach, 3 Stück kostet 4,99. Ja. Billig. Okay. Sollen wir das holen? Komm. Ist das günstiger wie das, was wir an der Schweinetheke kriegen? Auf jeden Fall, ne? Ich denke schon. Ich geh mal grad gucken. So. Der kann ja da warten. Ja, mach das. Wie viel? 6?
5 Tage. Gut. Okay. Pani Herbata. Cheers, Herbata. Herbate. Herbate. Cinque bardzo. Ja. Zwei Stück reichen. Ja. Soll ich Käse holen? Ja, ja. Und Salami, Tesch? Okay. Das ist schön. Proszę pani o ten salami. Tak? Na maszynka ile jest możliwe? 50 gram? Pół kilo, tak? 50 gram. Nie, 250. Nie pół. No 50 gram to jest pół kilo. 250. 250? Mm. 25 deko. Dziękuję. Die rechnen sich irgendwie an 50 Gramm sind hier ein halbes Kilo. Aha, bin ich schon Bier? Dann kann ich schon hier schließen. Stehe ich nicht. 25 mal 10. Warum auch immer so rechnen? Sonst noch irgendwas? Käse und? Ja, dann. Thunfisch haben wir nicht. 3 Liter haben wir dann. Thunfisch. Ich glaube schon. Der Tüte ist
Oh, jetzt schon trocken. Dobsche. Okay. Isher Proschepani. Oten Edamski. Oten Edam Kawawek, jak ten. Ale też pokroić, czy w kawałek? Nie, tylko kawałek, proszę. No. Dobrze, panie. Mhm. I jeszcze jak ten o ten gołdak, proszę pani. Który gołdak? O ten. A ten? No, tak. Mała cena. Ile? Mm. 20 dziękuję pani. Ten jest dobrze. Co to jest? Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Okay, gut. Noch was? Haben wir Tomaten in der Dose? Haben wir die daheim? Einkaufen. Ja. Auch dann merkt man bei uns, der Winter ist da. Und diesmal ist aber der eigene Hänger, ne? Ja. Scheiße. Tropfte da ganz schön, ey. Was für ein Öl ist das? Das Getriebeöl.
Willst du wieder Fahrrad fahren oder Traktor? Ich kann ruhig Fahrrad fahren. Ich wollte Fahrrad fahren. Losfahren. Ich muss gerade noch auf die Mama warten. Ah. Die Klappe da hinten ist noch zu, ne? Sind da noch die Sicherungen beide drin? Mein Gott, nee, du, ich krieg einen Rappel, ey. Ist drin? Okay, super, wir sind noch immer noch schön liquide, schön, super. Bis gleich. Gut, have a nice day. Lass Schnitt blitzen. Los! Schnitt Ficke von der Bulle. Der verliert da immer noch ordentlich Getriebeöl da unten, sieht man jetzt. Aus der Dichtung? Nee, nicht aus der Dichtung, der Dichtung ist Hydrauliköl. Vom Getriebe unten. Ja. Ja, sind wir weit bis zum Bus. Ehrlich? Ja, ihre Mutter ist nun mal mit wem anders zusammengekommen. Die hatten dann ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Ach. Sie hatten erst ein paar Jahre in Berlin gewohnt und sind dann zurückgezogen, weil die Mutter wen kennengelernt hat. Dann haben die quasi in so einer Patchwork-Familie gelebt, hat uns erzählt. Und hat auch noch eine 6-jährige Schwester jetzt. Aber es wäre wohl ein bisschen schwierig mit dem Kontakt und so. Wird nicht so gut laufen. Sie und die Genie wohnen jetzt zusammen in einer WG. Hatte mir nicht schon mal Kontakt mit der? Ich habe die ganze Zeit gesucht, die hat mir erzählt, sie hat auch geguckt und so. Und ich hätte vor 2 Monaten noch eine Frau am Bahnhof stehen sehen, die genauso aussah wie die Mama, wie sie die Mama in Erinnerung hat. Und hat irgendwann gesagt, sie muss jetzt mal trauen und hingehen. Hat gefragt, ob sie vielleicht eine Tochter hätte, die Sarah heißt. Das war Sarah wohl nicht. Und ich glaube, sie hat gesagt, sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau. Schade. Genau. Wie hast du Kontakt mit der bekommen? Ich habe die auf Facebook gefunden. Weil ich hatte der doch schon öfters mal auf Facebook geschrieben. Ich weiß nicht, ob die das war. Ich glaube nicht, dass die. Also ich habe der Freundschaftsanfrage geschickt und weil ich gesehen habe, Emily aus Frankfurt, Emily Celine heißt sie. Okay, ja, ich weiß nicht, ich hatte, da war ja die Schwester Jeannie, die war ja da verlinkt, deswegen dachte ich damals, aber auch schön. Schön. Mal gucken. Schön, finde ich gut. Kommt jetzt. Oh, hast du die Kamera benutzt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ist sie immer noch? Ich habe mich letztens geärgert, dass ich nicht schon zurückgeschickt habe. Echt? Ja. Warum? Weil ich Angst habe, dass die mir die vielleicht nicht so richtig benutzen.
also, wie soll ich sagen, hier für Filmen und so ist halt gut. Weißt du, wenn ich die Einzige bin, die damit was macht, dann ist ein bisschen wenig, denke ich. Ich bin jetzt hier mit dran. Ja, du bist da mit dran. Mach mal weiter, noch sind sie da, oder? Wie lange geht noch? Die geht nichts mehr. Ja, dann ist sie ja eh da. Die ist da. Doch, zur Not könnt ihr also noch verkaufen. Bleib hier. Bleib. Komm ran. Schat. Schat. Hey, stoi! Mein Gott, nee! Gottes Willen, ey, ey. Vorsicht, die Hunde. Vorsicht. Ja. Mein Gott. Halt dir da extra auf, dass du da reinfährst. Du fährst auf der Zaun. Komm, fahr los. Gemacht. Ja, fährt schön da. Ah, hier unten mit dem Getriebeöl müssen wir uns kümmern. Gefällt mir nicht. Ich würde schon fast sagen, lass uns noch 5-6 Balle holen. Und dann, der hat ja gesagt, der repariert das. Mach das Licht, mach das. Und fertig, füll das Öl noch. Das würde ich dem, ich glaube, wir sollten das knallhart tatsächlich in Dienst nehmen, so eine kostenlosen Service da. Und warum nicht den Robert fragen? Ich sag mal so, der Typ ist ja auch dafür Fachhandel und das ist. Ja, dann musst du das Ding aber darunter sorgen. Ja, das muss der machen. Nee, du musst das machen. Er hat geschrieben, du musst das Fahrzeug vorbeibringen. Er hat doch geschrieben, wir sollen einen Termin vorbeischicken und dann. Er hat geschrieben, du musst das Fahrzeug bringen. Ah. Okay. Was hat denn der Robert zu dem Öl gesagt? Das wäre nicht schlimm. Das wäre nichts. Okay. Das gefällt mir nicht. Ich mag nicht, dass da Getriebeöl andauernd raustritschelt. Die Frage ist doch, wo man das nachschüttet, wo man mal sehen kann, wie ja. Da noch drin ist. Ja. Getriebeöl ist relativ teuer. Hör mal, können wir uns mal gerade einmal bedanken, so hier bei dem Thomas Gebauer. Der hat 2 Rollenlitze für uns gekauft. Ist das, also sag ich mal so, ist das sicher? Das halte ich für sehr sicher, ja. Okay. Ich halte den für sehr vertrauenseinflößend. Der ist schon lange dabei. Können wir uns gerade mal storymäßig da kurz mal bedanken? Hier gerade für die. Okay, Dopsche. Ich habe im Übrigen Essig gekauft, für die Maschine sauber zu machen. Super. Hier da. Das ist der Essig für die. Das ist der Motzner-Essig, ne? Dieser Industrie-Essig. Weißt du, wie man Wasser wahrscheinlich und dann damit aufmixen und dann durchziehen lassen? Boah. Ich denke mal so 1:1 mixen, weißt du? Mhm.
Ich weiß es nicht genau. Ich muss mal gucken. Da stand was in der Betriebsanleitung. Die habe ich als PDF schon mal gehabt. Die kriegt man da bei Eco Viva oder wie das Vita. Können wir gerade mal hier so eine kurze Dankesansprache machen? Gerade so einmal so alle zusammen. Ja, komm. Ist meine Raspe? Raspe. Von wo hat der Mann das gekauft? Der hat das von der Amazon Wishlist. Das packe ich jetzt gleich. Die packe ich gleich noch so da rein. Waschi, wenn wir das gerade machen. Da, so ein bisschen da, also so hier, mach mit Selfie-Modus hier, okay. Mit der Kamera. Gucke, wie ihr da seid. Hey Leute, ey. Hallo. Thomas. Ja. Ich wollte mich bedanken. Der Thomas hat uns von unserer Amazon-Wunschliste 2 Litzenrollen, also Pferdezaun, gekauft. Genau. Vielen Dank, lieber Thomas, wir freuen uns schon drauf. Können wir gut gebrauchen. Sehr gut. Auf jeden Fall, immer. Dankeschön für dieses ganz große Geschenk. Danke, Thomas. Gut. Hey Leute, ey. Hallo. Thomas. Ja. Ich wollte mich bedanken. Thomas hat uns von unserer Amazon. Das ist ein geiler Bock, du. Pferdezaun gekauft. Vielen Dank, lieber Thomas. Wir freuen uns schon drauf. Können wir gut gebrauchen. Sehr gut. Auf jeden Fall, immer. Dankeschön für dieses ganz große Geschenk. Wollen wir nicht direkt Mittagessen machen? Vielen Dank, lieber Thomas, für dieses großzügige Geschenk an uns. Wir können den Zaundraht immer gut gebrauchen. Hey Leute, ey. Hallo. Thomas. Ja. Ist das richtig, dass du Salami für die Pizza an der Theke gekauft hast? Ja, ja. Okay, gut. Klar. Gut. Zelt hier von uns und bin dann mit dem Zelt zum Beispiel hier ein Stückchen von den Kutschen weggegangen. Und hab da quasi das Zelt aufgebaut und haben Schimmer und ich uns da abends ein Feuer gemacht und hatten so auch unseren Ort. Generell kommt ja jetzt demnächst die dritte Kutsche. Der Adam, unser Freund, der jetzt die letzten Sachen daran gerade fertigstellt, der hat gesagt, dass vielleicht sogar Ende dieser Woche wird, vielleicht am Wochenende, dass wir die Kutsche bekommen. Und dann gibt es ja 3 Lebensräume, auf die wir uns verteilen können. Und ich denke, 250 Leute, herzlich willkommen, dass das auf jeden Fall dann einfach für alle ein Stück einfacher wird. Genau. Hatte aber bisher auch nie ein Problem damit, dass mir die Privatsphäre halt gefehlt hat. Das Einzige, was schwer ist, ist halt jetzt bei dem Wetter, wo es ein bisschen kühler wird, wo nachts Minusgrade sind oder es am Regnen ist, das dann im Zelt so auszuhalten. Das ist nicht immer einfach. Deswegen, wie gesagt, freue ich mich auf die neue Kutsche. 300 Leute. Da würde ich gerne widersprechen, Sarah. Oh? Ich, das ist zwar jetzt hier kein, wäre jetzt tatsächlich so Abonnenten-Content, ne? Aber ich würde da trotzdem gerne sagen, für die 300 Leute, die jetzt hier drin sind und die Leute, die uns so supporten, weil dieser Ehrlichkeitspunkt da bei mir gerade juckt,
Na klar, haben wir da schwerste Kämpfe im Sommer gehabt, was so Rückzugsmöglichkeiten und sowas anbelangt und ja Eigenständigkeit und wie die Sarah ja, dass da Freiräume entstehen können. Und das ist nicht so, dass bei uns alles Gold ist, was glänzt, und dass auch manche Dinge halt wirklich ausgefochten werden müssen, und damit man da weiß, wie und wo und was. Gerade jetzt, wo der neue Freund von der Sarah mit an Start gekommen ist, das war mir also sonnenklar, dass die Sarah und für ihr, ich sag jetzt mal flapsig raus, für ihr, ja. Denk dran, warte hier. Ja, genau, darf ich jetzt doch nicht so sagen. Genau, Schakalaka-Leben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ne? Da wollte ich drauf hinaus. Dass man da auch einen Rückzug braucht und einen Raum für sich und so, dass man da geschützt ist. Und da war also unsere Antwort drauf, dass die Sarah jetzt quasi die neue Kutsche für sie bekommt. Ja, dat, nur mal so, damit ihr das da draußen auch versteht, was unsere Maßnahmen dann sind. Das war eigentlich so eine allgemeine Sache oder mehr vielleicht sogar noch eine Sache für mich, wie für allgemein. Und aber in diesem Zeitraum des Sommers hat sich das einfach eingespielt, das war einmal so schlimm bei uns, so eine schlimme Auseinandersetzung, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so Sarah, weißt du was, Schluss aus. Du bekommst diese Kutsche, ich entscheide das jetzt und Ende. Das ist dann deine Kutsche, du kannst mitmachen und tun und lassen, wie du willst. So, peng. Damit habe ich mir selber ein kleines Bein gestellt und den anderen auch mit. Aber weil ich weiß, dass man nur einmal bald 24 Jahre alt ist, da braucht man das einfach. Das ist einfach wichtig. Dankeschön an die Alena, so heißt die Ma eigentlich, wenn du bist. Ihr seid süß, ich würde alles dafür geben, noch einmal meinen Vater zu sehen, schreibt die Claronia. Oh, Claronia, warum? Wieso, weshalb? Was ist passiert? Danke an die Sammy, an die Ma. Mensch, ihr seid ja richtig am Reinhauen hier, Leute. Vielen, vielen Dank. Nadine, danke für den Papierdrachen. Leute, was geht ab? Dankeschön. Tinkerbell, danke für die Fingerherzen. Ich würde es über eure Webseite machen, da ich kein Instagram habe. Vielen Dank. Was über die Webseite machen? Ich denke, die Angelegenheit mit der Endo. Ah, okay. Über unsere Webseite. Hol dir mal einen Zettel und einen Stift. Ich sag dir meine E-Mail-Adresse. Ja, ganz einfach. PET und dann der Pastor. @yahoo.com. Kannst mir eine E-Mail schreiben. Geht auch. Wenn ich davon das ganze Glas trinke, muss ich, glaube ich, kotzen. Dann lass es, wenn zu viel ist, ist nicht gut. Willst du mal probieren? Nee, danke, danke. Nee. Ich freue mich noch auf den Hagebuttentee gleich. Da bin ich. Die Monika, die trinkt gern Alkohol und das geht gar nicht. Da kann ich heute nicht mitmachen. Ich habe noch ein bisschen Fliegenpilz-Schnaps da. Danke für die Herzen. Mach dir noch so oft Flieten. Oh, ganz kurz hier. Flieten, das waren diese Toastbrote, glaube ich, die meint, ja. So was meint die. Manchmal. Also Flieten ist eigentlich das so ein Laflit, weißt du? Ah, Laflit. So ein Brot mit Käse und Schinken oder Käse und Salami. Manchmal, ja. Hält sich in Grenzen. Viel ist übertrieben. Ja. Ihr seid leicht, ich verstehe. Ja. Verstehe ich nicht. Jetzt hat nochmal die Klo... Claronia geschrieben, mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Ihr seid so toll. Da tut mir leid, Claronia. Da tut mir leid. Es gibt viele Leute, die davon überzeugt sind, dass damit nicht das Ende ist, sondern immer wieder ein neuer Anfang. Und das ist so, das gibt dir dein Vater nicht wieder. Und auch das Gefühl der Trauer nicht wieder. Aber irgendwie befriedigt einen das innerlich, daran zu glauben, dass danach nicht Ende ist. Und dass irgendwie immer noch das Wesen da sein kann. Ah, ist weg. Nein, okay. Hier. Aber das ist leider so. Ich kann dir leider nichts Besseres sagen, außer dass ich
bin selber ein Typ, der mit Verlust ganz oft Schwierigkeiten hat, im Sinne von sowas ertragen zu können. Und bin da genauso auf dieser Schiene des Lebens unterwegs wie du. Trinkabel fragt, habt ihr meine Nachricht mit meiner Adresse erhalten wegen dem Shirt? Ja, selbstverständlich. Klar. Nehmt meine Hähnchenflügel, schreibt die Person nochmal, wegen den Flieten, glaube ich. Ich habe es auch falsch vorgelesen. Ach so. Hähnchen gibt es bei uns oft. Das gibt es oft, ja. Ich drehe wieder rum. Julian? Ich muss den Ofen holen. Aber? Was brauchst du, Papa? Ich bräuchte jetzt ein bisschen Knoblauch hier für diese Soße. Wenn wir das noch haben. Und die Gewürze, dann wäre die fertig. Ich habe auf jeden Fall zwei Knollen gekauft. Okay, dann ist ja noch was da. Ich habe zwei Dosen gemacht. Ja, das würde ja wohl reichen, oder? Denkst du? Hier ist also jetzt sehr grenzwertig für mich, ey. Mit den Fliegen? Ach, die Scheiße auf die Fliegen, ey. Die sind mir total egal. Wo der Teufel ist, da sind die Fliegen. Komm. Jetzt? Oh, genau, ey. Der Papa weiter jetzt da zubereitet, aber im Fass. Ach so. Nimmt ja auch langsam Farbe an, der Tee. Geht das so? Ja, ich mach mal gerade das hoch, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Okay. Es ist echt extrem in diesen Viechern, ne? Wie lange dauert das noch? Weil hier drin so warm ist. Zu viel, oder, Sarah? Super, perfekt. Ist ja? Super. Okay, gut. Kannst du noch ein Stück zu mir rüber? Kannst du das unten reintun, Julian, und hier die zwei leeren Dosen mit rausnehmen? Ja, das stimmt, weil da sitzen die direkt drin. Keine Nahrungsmittel irgendwo offen lassen. Selbst hier diese Salzsachen mögen die. Echt? Mhm. Hier ist Fruchtzucker. Ich wisch das gleich hier ab. Dann lese ich mal weiter vor. Da ist es halt schön warm bei euch. Julian, mein Liebling, schreibt Gold. Das war's. Verabschiedet euch von unseren Fliegen. Pussy. Der wirklich mit dem. Steht er jetzt mit dem Auto draußen, weil das geht gar nicht. Okay. Subi. Ah, hier ist dein Telefon. Läuft. Gut. Tschüss, hey. Amerika. Wie ist Zotto jetzt? Oh, warte, Chico. Wie ist Zotto jetzt? Nee. Das. Nee. Jeszcze raz, co to jest? Muchomory. Jak jest ten zapach? Ja, i ten sos, na jak ten jest? Nie wiem. Na pizzę, kurwa. Masz to. O, bardzo dobrze. O, Jezus Maria, ile? Tyle, ile chciałeś. Tyle. Jak Adam? Ja, soweit zum. Wir machen. Fangen klein an, ne? So, jetzt hat. Jak se pizza. Jak to? Dobrze. Bo ty masz taką ochotę. Okay. Bo ty masz taką ochotę. Ja, kannst du noch da vom Holz kaufen? Ja, tak zamówiłem ci już to. Für drei? Sara, ja. To przekładnie już zamówiłem dzisiaj. Piwo? Też motorem przyjechał. Ja, mam już piwo. Przepraszam, nie widziałam, co stało? To na tym stało. Na ławce. Monika na piecyk chce podgrzać. Mówiłem ci już to. Für drei? Sara, ja. To przekładnie już zamówię. Tak? No, na.
Monika już leiłaś. Was? Bo jedziemy już. Tak? Tak. Idziemy? No ja już jedę. Nie ma problemu. Dafür ist das ja eine Action-Camp. Masz. Pozdrawiam do Marta i Kuba. I do Mirek. Już zmierzył, już wie ile ma być. Dobra. Padamy blisko. Lecimy dzieci. Trzymajcie się. Patrz, dzisiaj pełny jest. Nie ma za co. Nie ma za co. Proszę, drogi, drogi. Dobra, dzięki. Musimy uważać, bo tu konie wszystkie przyszły, żeby nie rozjechać którego. No, bo konie. To zadzwoni, jak będę w domu. Fajna Amerika, dobrze, okej. Okay. Brauche Signal, wszystko okej. Okay. Bringt irgendjemand die noch... Ey, Raspi? Raspi? Hotsch. Dobra noc, Lutsche. Gott sei Dank. Wie hat die Pizza geschmeckt? Ja. War nicht so der Bringer oder was? Doch. Ah, mir hat heute Thunfisch am besten geschmeckt. Ja, glaube ich. Die hat auch mir am besten gefallen. Und nachdem es nicht mehr so heiß war, nachdem die von unten auch. Na, Monkorovo. Was machst du da immer? Was war das jetzt? Irgendein Hater oder was? Nein. Ah. Ich habe nur kurz irgendwas, ich weiß gar nicht, selber geguckt, wollte runterscrollen, aber ging gar nicht. Ah. Slovenia ist Polski. Dziękujemy. I też pozdrawiamy. Super, ihr seid klasse, Larissa. Juli, sieht wirklich mega gut aus. So. Prinz Mario, wuhu! Jawollo! Dankeschön fürs Teamherz. Aus Hamburg. Gelber Kasten nach Bautzen geht. Liebe Grüße aus dem Burgenland. Liebe Grüße aus Suhl, Thüringen. Hat dein Papa die Haare geschnitten?